Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Veranstalter dieses Abends mit Kai Ehlers und Gerhard Wendeburg. Die Veranstalter sind die Ärzte gegen Atomkrieg, das ist die Abkürzung IPPNW, das ist eine englische Abkürzung, und dann ATTAC, Globalisierung und Krieg, und die Partei Die Violetten. Das sind die Veranstalter. Ich darf mich vorstellen, ich bin Jens Wagner von den Ärzten gegen den Atomkrieg, IPPNW, und die Hamburger Regionalgruppe hat sich freundlicherweise bereit erklärt, das tatkräftig zu unterstützen. Da bin ich sehr dankbar, dass insbesondere Manfred Lotze hier sich wieder sehr eingesetzt hat dafür, dass der Vortrag stattfinden kann. Ich will kurz die Referenten vorstellen. Viele kennen sie wahrscheinlich schon. Das ist einmal Kai Ehlers, eben als Russland-Experten, den wir heute Abend hören wollen. Ein Publizist, der wirklich schon noch viel mehr Bücher geschrieben hat, als ich schon kannte. Und schon seit 30 oder 40 Jahren den Ostblock bereist und aus erster Hand erzählt und die politische Lage analysiert. Und dann haben wir Gerhard Wendeburg, Politologe und Medienanalyst, Publizist und auch bei ATTAC und den Violetten. Dann, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, die unmittelbar gelöst werden sollen, würde ich das Wort jetzt an Kai Ehlers geben. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für die Vorstellung und freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe damit gerechnet, dass wir heute vielleicht 15, 20 Leute werden, angesichts dieses Wetters, dieses Frühlings, dieses wunderbaren Friedenstages, den wir hier haben in Deutschland, hier in Hamburg. Passend zum Thema, nicht wahr? Frieden oder Krieg? Ich denke, wir befinden uns in einer Situation, und damit gehe ich gleich mitten ins Thema rein, in der wir tatsächlich in einem herrschenden Frieden leben, einem Frieden, der aber irgendwie, wenn man es richtig betrachtet, doch sowas ist wie ein Scheinfrieden. Wir haben zwar hier keine Schüsse, wir haben keine Bomben, aber wir haben eine Situation, die als Friede den Unfrieden in der Welt hervorbringt. Ich will es mal so formulieren. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sehen wir, dass der Frieden natürlich überhaupt gar nicht vorhanden ist. Also ich meine, Sie genauso wie ich oder ihr genauso wie ich, ihr lest jeden Tag die Presse, ihr seht jeden Tag, was in der Welt passiert. Und die Konflikte lassen sich gar nicht an einer Hand abzählen. Die Kriege, die in der Welt geführt werden und in denen auch unser Deutschland, unsere Europäische Union, unser Westen führend beteiligt ist als Initiator dieser Kriege, zumindest als Ursache, als tiefere Ursache. Und ich möchte auf diese tiefere Ursache auch tendenziell weiter in meinem Vortrag eingehen. Also ich werde jetzt nicht die einzelnen Konflikte hier aufzählen, das überlasse ich mal der täglichen Lektüre zunächst einmal. Ich möchte stattdessen das tun, was ich bei all diesen Vorträgen, die ich in letzter Zeit zu diesem Thema halten durfte oder auch musste, immer wieder für nötig halte. Nämlich erst einmal den Rahmen aufzuspannen, in dem wir uns heute generell befinden und in dem diese einzelnen Konflikte und Kriege, die gegenwärtig stattfinden, zu verstehen sind. Weil wenn man diesen Rahmen nicht aufspannt, dann geht man in der Fülle dieser Konflikte einfach unter. Und da sehe ich in der Situation, in der wir uns heute befinden, drei grundlegende Elemente oder drei Elemente dieser Übergangssituation als Krisenströmung, die ich nacheinander zunächst mal skizzieren möchte. Das erste ist, entgegen dem, was uns in letzter Zeit immer schon wieder erzählt wird, wir befinden uns nach wie vor
in einer Situation, die ich nenne, das nachsowjetische Trauma. Das nachsowjetische Trauma, damit meine ich der Zusammenbruch des realen Sozialismus, der Sowjetunion, der Zusammenbruch der damit verbundenen Utopie eines besseren, planbaren, gerechteren Lebens ist überhaupt noch nicht verarbeitet. Hat stattgefunden, aber ist noch nicht verarbeitet. Und er ist weder in der Sowjetunion verarbeitet, im heutigen Russland noch in der Welt verarbeitet. Und wir haben auf der anderen Seite eine kapitalistische Welt, die glaubt, sie könnte als Nachfolger, als rettender Nachfolger für diesen Zusammenbruch jetzt in der Welt tätig sein und jetzt also ein Glücksversprechen in die Welt bringen. Wir retten jetzt, wir machen jetzt eine schönere Welt. Tatsache ist, dass diese schönere Welt auch nicht eingetreten ist. Stattdessen ist eingetreten eine Befreiung des Kapitalismus von seinem sozialistischen Konkurrenten. Der sogenannte Turbokapitalismus oder die neoliberale Globalisierung geht um die Welt und wir alle erleben, dass diese neoglobalisierte Welt die Probleme, an denen die Sowjetunion zusammengebrochen hat, noch weiter verschärft und nicht etwa mindert. Und erkennbar wird, dass diese Art von neoliberaler Kapitalisierung, die heute als Globalisierung um die Welt geht, allenthalben an ihre Grenzen stößt, eben sichtbar in Form dieser Konflikte, die überall in der Welt hochbrechen. Die wichtigsten Konflikte, die wir dabei beobachten können, will das nur so knapp skizzieren, damit das der Rahmen sichtbar wird, ist die Tatsache, dass diese Welt, in der der Kapitalismus also sich entwickelt mit einer zunehmenden Geschwindigkeit, immer mehr Menschen hervorbringt, die nicht mehr an dieser Produktion, an dieser Wirtschaftsweise, in dieser Gesellschaft teilnehmen können. Das betrifft wesentlich zunächst mal die Länder der früheren sogenannten Dritten Welt, aber es betrifft auch die Länder der sogenannten entwickelten Welt, die Marginalisierten, die aus der Produktion rausgedrängten, die Überflüssigen, die auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden, die entsorgt werden müssen, weil sie nicht mehr gebraucht werden für diese Art von kapitalistischer Produktion. Die Zahl dieser Menschen nimmt vor unseren Augen zu. Sie nimmt zu, während gleichzeitig die Zahl der Menschen auf dem Globus zunimmt. Das heißt, wir haben da also ein Riesenproblem, auf das diese Art von kapitalistischer globaler Entwicklung zusteuert, nämlich auf die Grenzen, an denen der Kapitalismus nicht mehr in der Lage ist, die Menschheit zu ernähren oder zu beruhigen oder überhaupt eine lebenswerte gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist eine Grundsituation, die kann man also beschreiben als katastrophal. Anders kann man das nicht sagen. Und wir haben die Aufgabe, mit dieser Situation irgendwie fertig zu werden. Aber das ist nicht nur eine ökonomische Situation, es ist auch eine Situation unserer Köpfe. Eine Situation, wie wollen wir denn dann leben, wenn wir nicht mehr so leben können, wie das die sozialistische Utopie uns versprochen hat und auch nicht so leben können, wie das der Kapitalismus mit seinem Glücksversprechen jetzt nochmal versprochen hat. Ja, was für einen Sinn hat denn diese Welt in ihrer Entwicklung? Welche Sinnstiftung kann es denn geben? Diese Frage, wofür leben wir eigentlich und wie wollen wir leben, die ist weltweit zurzeit nicht beantwortet. Das ist eine Frage an die geistige Entwicklung, die auf den Zusammenbruch dieser nachsowjetischen Welt, dieser sowjetischen Welt in dieser nachsowjetischen Situation folgt. Dies alles fasse ich unter dem Begriff des nachsowjetischen Traumas. Das ist jetzt sehr knapp gesagt, zugegebenermaßen. Das lässt sich alles noch sehr viel tiefer weiter vertiefen, aber ich möchte ja noch ein bisschen mehr erzählen. Das zweite Element der gegenwärtigen Krise, in der wir uns befinden, ist die Krise der Nationalstaatsordnung. Davon haben die wenigsten Menschen einen tatsächlichen Begriff oder nehmen das wirklich wahr, was da eigentlich gegenwärtig passiert mit uns. Tatsache ist, wenn man anschaut, wie jetzt der Herr Trump auftritt,
Nationalismus pur. Wenn wir anschauen, was in der Europäischen Union passiert, tendenzielle Nationalismen. Wenn wir anschauen, was sonst rund um die Sowjetunion, die ehemalige, passiert, nationalistische Tendenzen. Also die Wiedergeburt des Nationalismus ist ganz offensichtlich als Problem erkennbar. Was passiert denn da eigentlich heute? Wieso gibt es dieses Problem? Und da muss man auch tiefer reinschauen, was das bedeutet. Das hat auch, da kann man drei Elemente nacheinander unterscheiden, die uns da nacheinander zu denken geben und zum Handeln auffordern. Nämlich erstens der Schub seit 1918, 1921. Damals, als die koloniale Welt nach dem Ersten Weltkrieg auf der Grundlage der 14 Punkte von Woodrow Wilson überführt wurde in die Welt der Nationalstaaten. Was ist da passiert? Da sind die ehemaligen Kolonien sind zu Nationalstaaten erklärt worden, in die Unabhängigkeit sind sie geführt worden. Real, tatsächlich sind sie in die Abhängigkeit als Nationalstaaten von ihren ehemaligen Kolonialherren geführt worden. Und wie ist das geschehen? Da sind nicht etwa kulturelle, historisch gewachsene und sonstige Gesichtspunkte berücksichtigt worden. Da sind mit dem Lineal die Interessen abgegrenzt worden. Die Sikus-Picot-Linie ist dafür ein besonders starkes Beispiel. In Frankreich, in Mesopotamien, wo die Engländer und die Franzosen einfach mit dem Lineal das Gebiet aufgeteilt haben in ihre Einflusszonen. Was dabei herausgekommen ist, sind Nationalstaaten, die ethnisch nicht klar sind, die ethnisch gemischt sind, die aber jetzt bis heute damit beschäftigt sind, ihre ethnische Klärung und Säuberung und so weiter zu betreiben. Das sind Minenfelder, die aus dem letzten Jahrhundert bis zu uns her noch in der Welt liegen. Das ist das eine. Diese Nationalstaaten waren gar keine wirklichen freien Nationalstaaten. Viele von denen sind eben abhängige Staaten in diesem eben beschriebenen Sinne. Der zweite Schub dieses Problems hat sich 1990, 91 ereignet, als die Sowjetunion zerfiel. Noch einmal dasselbe sozusagen, in grün beinahe hätte ich gesagt, noch einmal dasselbe beim Zerfall der Union. Ganz viele der ehemaligen Republiken der Union, dieser zerfallenden bipolaren Welt, die jetzt auf einmal Nationalstaaten werden mussten. Mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, Usbekistan, Tadschikistan und so weiter, wo eine Reihe von sogenannten eingefrorenen Konflikten davon übrig geblieben ist, die bis heute nicht gelöst sind, die wo bis heute die ethnischen Probleme dafür immer wieder zu Kriegen geführt haben. Zehntausende sind in diesem Prozess zu Tode gekommen. Das ist ja hier bei uns in der Presse gar nicht angekommen seinerzeit. Bis heute hält dieser Prozess an. Das letzte, krasseste Beispiel, das wir in diesem Zusammenhang erlebt haben, ist die Ukraine. Die Ukraine, die also in einem Nachholprozess der nachholenden Nationenbildung eine solche Geschwindigkeit, eine solche Dynamik in dieser Nationenbildung hervorgebracht hat, dass der ganze Prozess als nationalistischer, tendenziell sogar so faschistischer Prozess abläuft, wo ungeheurer Druck auf eine eigentlich plurale Bevölkerung ausgeübt wird, jetzt ukrainisch sein zu müssen, nationale Interessen vertreten zu müssen und so weiter und so weiter. Ich will darauf nicht jetzt im Einzelnen eingehen, das ist eine eigene Veranstaltung. Moldawien, verschiedene andere. Weiter, das ist also eine Erweiterung des alten Minenfeldes durch neue Minenfelder aus dieser Zeit. Was wir da an Minen in der Welt herumliegen haben, an eingefrorenen Konflikten, das kann man nicht an zwei Händen abzählen. Zu diesen beiden Elementen kommt noch das dritte, dass die alten gewachsenen Nationalstaaten und diese neuen, die eben geschilderten Nationalstaaten, praktisch in ihrer Souveränität heute durch die globalen Konzerne und Monopole ausgehebelt werden. Benutzt werden einfach als Steueroasen oder sonst wie, um also für die großen Konzerne besonders günstige Bedingungen der Produktion herzustellen, aber in ihrer Souveränität keine, wie sie eigentlich definiertermaßen sein sollten, souveränen Nationalstaaten sind, die ihr eigenes Geschick bestimmen.
Wenn man das alles zusammen sieht, dann sieht man, dass die heutige Weltordnung, die United Nations, die ja diese globale Nationalstaatsordnung repräsentiert, eigentlich ein Gebilde ist, das dringend überholungsbedürftig ist. Da muss eine Reform geschehen, da muss etwas völlig Neues entstehen, weil das, was da gegenwärtig Völkerordnung heißt, das ist gar keine wirkliche Völkerordnung, das ist eine Ordnung unter der Ägide der größten Nationalstaaten, die im Sicherheitsrat sagen, was zu geschehen hat. Gut, der dritte Punkt, das dritte Element der gegenwärtigen Krisensituation hat mit den anderen beiden ganz viel intensiv zu tun, ist mit denen vermischt und verbandelt und gibt zusammen also jeweils die Konflikte vor Ort, die man dann, also in denen man das dann sehen kann. Das dritte Element ist die Expansionskrise. Das heißt, vor dem Hintergrund der Zunahme der Zahl der Nationalstaaten, vor dem Hintergrund der Abnahme der Ressourcen oder der Ressourcenbedrängtheit haben wir eine Situation, dass immer mehr Nationalstaaten für ihr eigenes Wohl, für ihren eigenen Absatzmarkt, für ihre eigenen Ressourcen eintreten müssen gegen die Konkurrenz der zunehmenden Zahl der anderen Nationalstaaten. Das ist eine Situation, die ist nicht nur Krisen, die ist von ihrer Natur her kriegsträchtig. Was wir heute erleben, der Kampf um die Ressourcen in Mesopotamien und in Südamerika und wo überall ums Öl gekämpft wird und so weiter, ist ganz offensichtlich, hat eine dieser Wurzeln. Es gibt auch noch andere Wurzeln, aber es ist ganz offensichtlich, dass hier eine Situation entstanden ist, die die Welt an den Rand eines generellen großen Brandes bringen könnte. Die Frage ist, wenn man sich das alles anschaut, wo könnte es eine Lösung geben für diese Situation? Könnte es eine Situation geben, eine Lösung geben? Also vielleicht muss man noch mal daran erinnern in diesem Zusammenhang, dass wir ja eine Zeit hinter uns haben bis 1991, die gewöhnlich als kalter Krieg bezeichnet wird. Ich habe mir angewöhnt, diesen kalten Krieg eher einen kalten Frieden zu nennen, um deutlich zu machen, was da eigentlich passiert ist. Nämlich in dieser Zeit, nach 45 bis 91, das heißt bis zum Zerfall der Sowjetunion, gab es so etwas wie ein Systempatt. Gleichgewicht des Schreckens, ja? Atomares Gleichgewicht des Schreckens, wo also eine Situation aufrechterhalten werden konnte, die man als globalen Frieden bezeichnen kann, mit Stellvertreterkriegen an anderen Orten außerhalb der großen Systemkonfrontation. Aber eigentlich eine relativ stabile Zeit. Mit dem Zerfall der Sowjetunion ist diese Art von Patt, diese Art von Stabilität vorbei. Wir haben also generell eine Situation des großen globalen Chaos. Das muss man erstmal einfach konstatieren als das, was wir heute haben. Was wäre die Lösung? Ich sage das mal ganz salopp, was die Lösung wäre. Die Lösung wäre erstens eine andere Wirtschaftsordnung, eine andere globale Wirtschaftsordnung, die den Menschen die Möglichkeit geben müsste, könnte, sollte, vor Ort ihr Leben zu organisieren, vor Ort ihre Wirtschaft zu organisieren, statt in Abhängigkeit von den großen Zentren. Punkt 1. Klingt ganz einfach. Ja? Punkt 2, wir müssen eine andere Staatsordnung haben, in der nicht die Nationalstaaten in der beschriebenen Art und Weise in Konkurrenz zueinander stehen, sondern in der die Völker auf der Basis autonomer Selbstbestimmung miteinander in Beziehung treten können, in Kooperative. Klingt auch ganz einfach. Und Punkt 3, wir müssen eine Ressourcenordnung haben, eine Ressourcenbewirtschaftung haben, die auf örtlichen Kreisläufen beruht, in der die Wirtschaft, die also global entwickelt wird, in anderen Kategorien läuft als in den kapitalistischen und am Bedarf orientiert ist. Und da sie am Bedarf orientiert ist, auch vor Ort vielleicht
ihre Ressourcen findet und vor Ort ihre Absatzmärkte findet, klingt auch ganz einfach. Ist eigentlich alles ganz einfach, wenn man es sich richtig anschaut. Nur das Problem ist, um diese Schritte in solche Richtung zu machen, brauchen wir Zeit. Wir brauchen ganz viel Zeit. Wir brauchen eine neue Situation, das heißt ein neues Pad, muss man so zu formulieren, so eine Art Denkpause, Handlungspause, wo die Beschleunigung der Konflikte, über die ich eben gesprochen habe, angehalten wird. Und wenn man die Frage so stellt und so in die Welt hineinschaut, dann wird die nächste Frage natürlich sein, wer könnte denn, von wem könnten solche Impulse ausgehen für einen solchen Pad, für ein solches Gleichgewicht, für eine solche Pause, die wir brauchen, um diese Entwicklungsschritte, die gemacht werden müssen, die anstehen, auch tatsächlich zu setzen. Das können wir der Reihe nach durchgehen. Die USA, das darf man sehr schnell beantworten, sind nicht geeignet, eine solche Pause, ein solches Pad herzustellen. Sie sind auch nicht willens dazu. Die USA betreiben schon vor 91, aber insbesondere seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dieser System, dieser bipolaren Welt, betreiben eine Politik der Fraktionierung der Welt. Nach dem Motto, teile und herrsche. Um die seit 91 ganz offenbar gewordene Vorherrschaft der amerikanischen Gesellschaft, der amerikanischen Politik und Wirtschaft in der Welt zu erhalten. Dafür gibt es bekannte Strategien. Übrigens ist einer der bekanntesten Strategen, die diese Strategien entworfen haben, gerade vor wenigen Tagen gestorben, der Brzezinski, Zbigniew Brzezinski. Gott oder wer immer habe ihn selig. Also er hat sein Leben lang versucht, für den Frieden einzutreten, nämlich für den amerikanischen Frieden. Möge er jetzt seinen Frieden finden, ich bin dafür. Aber die Ideen, die er in die Welt gebracht hat, und hier, die wirken nach wie vor weiter. Und diese Ideen sind, die American Supremacy, die amerikanische Vorherrschaft zu erhalten und auszubauen unter allen Umständen. Was bedeutet, in der Strategie, die er vorgebracht hat, die amerikanische Politik muss Eurasien beherrschen. Und wenn die amerikanische Politik Eurasien beherrscht, dann kann sie die Welt beherrschen. Und wie kann sie Eurasien beherrschen? Indem sie Eurasien in kleinere Einheiten zerlegt, die nicht in der Lage sind, der amerikanischen Politik als Rival in irgendeiner Weise entgegenzutreten. Diese Grundlinie dieser Politik wurde von Brzezinski also glasklar formuliert in den Büchern, die er also vorgetragen hat. Und von Donald Trump wird diese Politik nicht etwa verändert, wie manche glauben, sondern es wird heute noch stärker betrieben, indem er jetzt diese amerikanische Vorherrschaft als nationalistische Vorherrschaft auch wirklich klar hervorhebt, wenn er sagt, American first, ja? Erst die Amerikaner und dann die ganze Welt. Und niemand soll den Amerikanern irgendwie zu nahe kommen. Und die Großorganisationen, die also zur Beruhigung der Welt beitragen könnten, die großen Vereinbarungen werden beiseite geschoben. Von den Amerikanern ist kurz gesagt eine solche beruhigende Stabilitätspolitik nicht zu erwarten. Ich sage das alles ganz sachlich und ganz ruhig, ohne irgendjemand jetzt zu verurteilen. Man muss es sich einfach anschauen, wie die Lage sich verhält. Schauen wir weiter auf die Europäer, die Bündnispartner der Amerikaner. Speziell dann auch vielleicht die Deutschen. Da würde man denken, die Europäer mit ihrer europäischen Geschichte, mit ihren europäischen Werten und so weiter, hätten vielleicht andere Ziele in der Welt als die bloße Machtsicherung, wie sie die Amerikaner betreiben. Nein. Sie schlingern einfach sozusagen im Fahrwasser der amerikanischen Politik. Und es ist bisher nicht erkennbar, dass Europa einen eigenen Weg findet zur Lösung der eben angesprochenen Krise. Im Gegenteil, die europäische und speziell auch die deutsche Politik ist dazu angetan, diese Probleme auch noch weiter zu verschärfen, indem die Europäische Union und insbesondere darin die Deutschen danach streben, sozusagen neben der amerikanischen Weltpolizei Nummer 1 die Weltpolizei Nummer 2 zu werden. Entsprechende Aufrüstungsgeschichten,
kann man jeden Tag lesen. Das muss ich auch nicht alles wiederholen, das weiß hier in diesem Raum wahrscheinlich jeder und jede. Wenn man sich das alles so anschaut, dann bleibt die Frage eigentlich an Russland hängen. Welche Rolle spielt dann in diesem und China hinter Russland? Welche Rolle spielt also Russland in dieser Konstellation? Und damit bin ich ja bei dem eigentlichen Thema, zu dem ich heute sprechen soll. Welche Rolle eben Russland in dieser Konstellation spielt? Also Russland ist interessiert, um es mal ganz klar vorweg zu sagen, an einer Stabilität der gegenwärtigen Weltordnung, einer Stabilisierung sozusagen, nicht nur einer Stabilität, sondern einer Stabilisierung, und ist damit also der Hauptgegner, Gegenspieler der US-Politik. Das ist ganz offensichtlich, das ist auch in letzter Zeit ganz offensichtlich geworden. Das ist natürlich merkwürdig, wenn man sowas sagt, in einer Situation, in einer Zeit, in der also unsere hier, unsere westdeutsche Propaganda, unsere westdeutsche Zeitung, Medienwelt voll davon ist, von solchen Vorwürfen oder angeblichen Beweisen, dass diese russische Politik total provokativ sei, dass sie also, dass dieser Putin heutzutage also den alten sowjetischen Imperialismus wiederbeleben wolle und so weiter und so weiter und so weiter. Das will ich hier auch nicht alles runterleiern, das kennen wir auch jeden Tag aus der Zeitung. Tatsache ist aber, und das muss man festhalten, dass Russland an einer solchen Stabilisierung der Welt interessiert ist. Und warum? Ich sage es ganz klar, aus eigener Schwäche heraus. Nicht etwa aus Stärke heraus, aus eigener Schwäche heraus. Weil dieses Russland als Nachfolgestaat der zusammengebrochenen Sowjetunion 1990, 91, also sagen wir mal, vollkommen am Boden lag. Vollkommen am Boden lag, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die staatlichen Strukturen und auch die imperialen Strukturen der Sowjetunion und auch dieses Russland vollkommen zerbrochen sind und auch die Gefahr bestand, dass der Zerfall, der sich in der Sowjetunion abgespielt hat, nochmal im großen Russland auch nochmal weiter fortsetzt. Insofern, dass die russischen Provinzen auch nochmal sich vom russischen Kernland, also vom Moskauer Kernland, sagen wir, absetzen. Diese vollkommene Zerstörung der russischen Staatlichkeit, der russischen Sozialität und so weiter hat dazu geführt, dass sich Russland zunächst mal dem Westen an die Brust geworfen hat und um Hilfe gebeten hat. Gorbatschow wollte ins europäische Haus, Jelzin wollte gleich ins amerikanische Haus. Was ist passiert? Nicht sie sind ins europäische Haus gekommen, sondern das europäische Haus ist nach Russland eingedrungen, Osterweiterung der Europäischen Union, Osterweiterung der NATO, und die amerikanische Politik, das amerikanische Kapital ist nach Russland eingewandert und hat Russland nahezu zu einer Kolonie gemacht. Das war 98, 99, so weit, dass die Russen begriffen haben, hallo, wenn das so weitergeht, dann sind wir nur noch Vasallen der Amerikaner oder des Westens und das kann so nicht weitergehen. Und die Person, die das also formuliert hat, ist also Wladimir Putin. Ich mache das jetzt sehr knapp. Wladimir Putin hat also das an der Stelle das Steuer übernommen, als Jelzin also aufgeben musste, als Jelzin, der also diese Öffnung zum Westen hin also versucht hat, in einem extremen Maße zu praktizieren. Und der Antritt von Putin war ganz einfach. Er hat also ohne lange große Propaganda zu machen und ohne großes Programm vorzulegen, hat er einfach nur erklärt, ich will die russische Staatlichkeit, dass sie wiederhergestellt wird. Ich will, dass Russland in seine alte Rolle als Integrationsknoten Eurasiens wieder eintritt. Auf dieser Linie hat dieser Mann, der zunächst also eigentlich niemand Besonderes war, der auch keine besondere Hausmacht hatte und so weiter, hat der dann aber tatsächlich Politik machen können. Er hat es geschafft, zunächst mal, und da komme ich jetzt auf den Kernpunkt dessen, woher ich die Werfen nehme, also den Mut nehme, davon zu sprechen, dass Russland Stabilität will. Er hat es geschafft, erstmal Russland innerhalb des Landes zu stabilisieren. Er hat es geschafft, den Oligarchenkrieg zu beenden.
weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ob Sie sich das vorstellen können, in den Jahren, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, in Zeiten der großen Privatisierung, da sind die Privatisierungsgewinnler, die späteren Oligarchen, mitten übereinander hergefallen mit dem MG, haben sich gegenseitig also das Leben schwer gemacht. Und es war also ein richtiger Krieg der Oligarchen, die sich gegenseitig also nicht die große Beute gönnen wollten. Und diesen Oligarchenkrieg hat Putin beendet mit dem Hinweis, wenn das so weitergeht, als er antrat, dann wird unser Land untergehen. Also wir müssen eine Art von Konsens finden, das Land zu retten, schlicht gesagt. Und die Oligarchen haben interessanterweise es begriffen, und wer es nicht begriffen hat, musste gehen. Stichwort Chodorkowski. Musste gehen, entweder ins Ausland oder wie Chodorkowski zeitweilig ins Lager. Dass das natürlich eine autoritäre Struktur ist, im Sinne, sagen wir mal, dass es keine demokratische Struktur ist, sondern eine autoritäre Stabilitätspolitik, das liegt auf der Hand. Aber es ist keine Diktatur, es ist ein Konsens auf der Ebene erstmal der Herrschenden, und es ist aber auch ein Konsens auf der Ebene der Bevölkerung, die von dieser Politik immerhin dann bekommen hat, eine Wiederherstellung der inneren Stabilität, dass es wieder minimale soziale Strukturen gab, die alle zerschlagen waren, nachdem die Betriebsstrukturen zerschlagen waren, an denen das ganze soziale Leben hing in der Sowjetunion, konnte die Bevölkerung doch beobachten in den Jahren seit 2001, 2, 3, 4, 5, dass sich der Lebensstandard allmählich ein bisschen anhob und man wieder leben konnte und man wieder eine gewisse minimale Lebenssicherheit entwickeln konnte. Das heißt also, nicht nur die Herrschenden haben also einen Konsens gefunden, sondern auch die Herrschenden haben mit der Bevölkerung einen gewissen Konsens gefunden, dass man dieses Russland retten möchte und auch retten kann. Das ist die Politik, die Putin im Lande gemacht hat, für die er steht und für die er, ich sage das immer ganz, ganz klar und deutlich, für die er von seiner Bevölkerung geliebt wird. Ich sage ausdrücklich geliebt, nicht nur wiedergewählt, sondern geliebt. Sie wissen, dass er ihnen die Lebensmöglichkeiten wiedergegeben hat. Auch wenn er, was ich jetzt dazu sagen muss, eindeutig ein Modernisierer und Neoliberalisierer ist, der also natürlich dem großen Kapital im Lande auch dient. Aber er dient eben auch gleichzeitig der Stabilisierung der inneren sozialen Verhältnisse. Das ist ein widersprüchlicher Prozess. Ich gehe darauf gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Und dieser Prozess hat gedauert bis, sagen wir mal, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, bis 7. 2007, Sie werden sich daran erinnern, ist Putin dann zum ersten Mal aufgetreten auf der sogenannten Sicherheitskonferenz hier in Deutschland, in München, und hat dort zum ersten Mal nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Fraktionierungspolitik, der Militarisierungspolitik, die von den USA betrieben wird, den Kampf angesagt, ganz öffentlich. Da wurde er ausgelacht und gesagt, ach, was will denn der Kraftmeier? Ja? Tatsache ist, das war ein Ausdruck davon, dass Russland sich in einer gewissen Weise innerlich stabilisiert hatte und tatsächlich nun dazu überging, sich auch äußerlich wieder stabilisieren zu wollen und den zweiten Punkt, den ich vorhin genannt habe, realisieren zu wollen, nämlich wieder Integrationsknoten in Eurasien zu werden. Schritt für Schritt mit den ehemaligen Republiken wieder Kontakt aufzunehmen über die GUS, dann über die Eurasische Union. Diese Dinge sind ja auch zum Teil wieder in Vergessenheit geraten worden, wie dieser Prozess sich entwickelt hat. Diese Schritte, die da gemacht worden sind, aber die sind im Kopf geblieben. 2008, der Georgische Krieg, der wurde natürlich im Westen zunächst mal also aufgenommen als eine Unverschämtheit von Seiten der Russen, die sich gegen Georgien gewandt hätten. Tatsache ist, dass die Europäische Union, nachdem Saakaschwili also seine Truppen nach Ossetien geschickt hatte, zugeben musste, dass Russland ein Recht hatte, sich gegen diese Aggression der Georgier zu wehren. Das war der erste Schritt. Der nächste Schritt war dann, dass Russland sich wandte gegen die weitere NATO-Osterweiterung, gegen die weitere EU-Osterweiterung,
in der Ukraine, in Georgien, in Aserbaidschan. Und ein konkreter Ausdruck davon, der letzte Ausdruck, den wir auch jetzt in den letzten Jahren hart erleben mussten, waren die Auseinandersetzungen in der Ukraine, wo also Russland es nicht mehr akzeptiert hat, dass auch die Ukraine und auch Georgien noch in die NATO reingezogen werden. Und statt dass etwas, wenn die Ukraine schon also ein eigener Nationalstaat wird, außerhalb des russischen Bereiches, des ehemaligen sowjetischen, dann wenigstens diese Ukraine als neutrales Gebiet zwischen dem Osten und dem Westen sozusagen aufgebaut wird und unterstützt wird. Das wäre der Plan, das war der Plan, den die russische Führung gehabt hat. Aber dieser Plan war für die Europäische Union nicht akzeptabel. Die Europäische Union wollte eben die Ukraine in den Westen hineinziehen, entsprechend einer Strategie, die eben von dem jüngst verstorbenen Brzezinski auch klar in der Öffentlichkeit dargelegt worden war. Man muss die Ukraine aus Russland herausreißen, damit man Russland klein halten kann, damit Russland nicht wieder ein Imperium werden kann. Und in dieser, auf der Linie dieser Strategie hat Russland, hat die Europäische Union also ihre Politik gemacht, hat dort in der Ukraine ein Regime-Change stattgefunden, anders kann man das nicht bezeichnen. Und Russland hat das nicht akzeptiert und hat in der Situation des Zerfalls der ukrainischen Staatlichkeit der russischsprachigen Bevölkerung auf der Krim die Möglichkeit gegeben, über das Referendum, das dort stattgefunden hat, sich nach Russland zu retten, ich will es mal so formulieren, und Bestandteil des Russlands zu werden, und hat darüber hinaus den Osten der Ukraine, der sich diesem nationalistischen Furor da in der Westukraine auch nicht unterwerfen wollte, seine Unterstützung gewährt. Militärische, nicht im Sinne eines offenen Krieges, aber schon im Sinne auch einer Unterstützung, auch einer militärischen Unterstützung und im Sinne wirtschaftlicher und politischer Unterstützung. Das, was das in der Welt ausgelöst hat, ist bekannt. Damit war klar, dass Russland wieder also imperialen Hunger habe und Russland sich also die Welt wieder untertan machen wolle. In Wirklichkeit ist es so, dass Russland hier an dieser Stelle sich also gegen die weitere Ausweitung der NATO und der Europäischen Union und der USA dort also am russischen Bauch zur Wehr gesetzt hat. Gesagt hat, nein, das nehmen wir einfach nicht weiter hin. Der nächste Schritt, der auf dieser Linie stattgefunden hat, ist der in Syrien, nachdem also 5 Jahre lang dort also von den Amerikanern und ihrer westlichen Koalition ein Krieg unterstützt worden ist zur Absetzung von Assad auf der Linie New American Century vom Irak, nicht, über Libyen bis nach Syrien, den ganzen mesopotamischen Raum aufrollen zu wollen, hat die russische Regierung, natürlich allen voran Wladimir Putin, dann dafür gesorgt, mit dem Einfliegen seiner Kampfjets, dass dem weiteren Vordringen oder der weiteren Entwicklung dieses Krieges ein Ende gesetzt wurde. Und dass der Assad nicht so wie vorher, Gaddafi zum Beispiel, einfach abgesetzt und gelyncht werden konnte und nicht so wie Saddam Hussein einfach abgesetzt und gelyncht werden konnte und gehängt werden konnte, sondern dass die Argumentation war hier ganz klar, wir brauchen eine Stabilität, der gegenwärtigen Ordnung, der gegenwärtigen Weltordnung, sonst wird der Weltbrand nicht zu stoppen sein. Die Stabilität heißt in diesem konkreten Fall, hier ist die syrische Souveränität zu beachten, Und nur wenn die syrische Souveränität beachtet wird, kann dann darüber beraten werden, ob dieser Assad oder jener ein anderer Präsident dieses Landes werden soll durch die Wahl in seinem eigenen Lande und nicht indem also von außen her in dieses Land eingegriffen wird. Diese Politik hat Russland gemacht und mit dieser Politik ist Wladimir Putin im Konkreten nicht nur Krisenmanager und Krisenstabilisator im Inland Russlands, sondern nach dieser innenpolitischen Entwicklung jetzt auch im globalen Rahmen, also ganz eindeutig der entscheidende gegenwärtige Krisenmanager, an dem die amerikanische Politik der Fraktionierung gegenwärtig aufläuft und nicht sich ohne weiteres so weiterentwickeln kann. Was nicht heißt, dass damit alle Fragen gelöst werden.
Das heißt nur, dass da jetzt eine Verschnaufpause entstanden ist, indem in Syrien zum Beispiel jetzt also diese Art von vorübergehender Waffenruhe stattfindet und ausgehandelt wird. Ja, da muss man an dieser Stelle natürlich die Frage stellen, wie kann Russland das überhaupt machen? Woher kann Russland, hat Russland diese Kräfte? Und damit können wir vielleicht noch eine kleine Etage tiefer stechen im Verständnis dessen, was sich da gegenwärtig abspielt. Russland ist natürlich einerseits eine Großmacht unter Großmächten, also in dem Sinne Großmacht unter Großmächten, dass die russische Politik, auch Wladimir Putin, sehr wohl daran interessiert ist, im Rahmen der globalen Organisation des Kapitals seine eigene Rolle zu spielen und sich zu modernisieren als kapitalistischer Staat und so weiter. Das ist die eine Seite, für die auch Wladimir Putin steht, das soll man nicht vergessen. Die andere Seite ist aber, dass Russland nicht ohne weiteres, um es mal so zu formulieren, durchzukapitalisieren ist. Weil Russland mit seinen 7 Zeitzonen und mit seiner besonderen Geschichte der traditionellen Gemeinschaftsstrukturen und der Selbstverwaltungs- und Selbstversorgungsstrukturen einen etwas anderen Charakter trägt, als das unsere westlichen Nationalstaaten, unsere kapitalistischen Demokratien sind. Ich nenne diese Situation, die man für Russland beschreiben kann, eine hybride Situation. Russland ist so etwas wie ein Hybrid, das heißt ein Mischorganismus zwischen einer kapitalistischen Gesellschaft und einer Traditionsgesellschaft, basierend auf nach wie vor entwickelten Selbsternährungs-, Selbstversorgungsstrukturen in der Bevölkerung selber, die auch durch die Modernisierung keineswegs einfach von heute auf morgen aus der Welt zu schaffen sind. Und wenn man heute nach Russland reinkommt, dann kann man das an allen, vor allem wenn man über die Städte hinausfährt, über Moskau oder St. Petersburg ins Land fährt, kann man das überall noch beobachten, dass diese Mischstrukturen bestehen. Und ich nenne diese Situation, um es mal ganz bildhaft zu sagen, Russland ist ein Entwicklungsland neuen Typs. Da entwickelt sich einerseits schon eine Kapitalisierung, andererseits entwickelt sich aber auch innerhalb dieser neuen Struktur etwas, was auf die alten Selbstversorgungsstrukturen noch mit zurückgreift. Wer das Stichwort noch nicht gehört hat, in Russland ist die Datscha nach wie vor, also der Kleingarten, der Schrebergarten, der Hofgarten nach wie vor Bestandteil der Gesamtwirtschaft. Auch wenn Russland modernisiert ist, muss man sagen, die Modernisierung klappt auch nicht so ohne weiteres. Was bedeutet das, Hybrid? Das bedeutet, Russland hat eine Kraft, die zum Beispiel die Amerikaner, die Europäer, die verschiedene andere Staaten in dieser Weise nicht haben. Russland ist im Grunde genommen durch und durch autark. Durch und durch autark. Das heißt, auf der einen Seite hat Russland ungeheure Ressourcen, ja, davon kann Russland leben. Zu den Ressourcen gehört eben auch zum Zweiten, dass die Bevölkerung gelernt hat, von ihren eigenen Selbstversorgungsstrukturen zu leben, wenn eine Krise da ist. Und zu den Strukturen dieses Hybrides gehört auch, dass dieses Russland in diesen 7 Zeitzonen aus vielen Völkern besteht. Aus vielen Völkern besteht, die ihre eigene Kultur haben. Und wenn es auf der einen Ecke kriselt, heißt das noch lange nicht, dass die gesamte Gesellschaft gleich zusammenbricht, sondern diese russische Gesellschaft ist ein lebendiger Organismus, der also noch ganz andere Kräfte zu entwickeln imstande ist und andere Krisen zu überwinden imstande ist, als die es schon gegeben hat. Das hat Russland in der Geschichte immer wieder bewiesen. Wenn man auf diese Situation schaut, dann kann man sagen, in der gegebenen Situation, die wir heute haben, könnte aus dieser Situation dieses hybriden Organismus, der
halb kapitalisiert ist, halb aber noch andere, noch oder immer wieder andere Strukturen der Selbstversorgung hervorbringt, etwas hervorgehen, was wir bisher noch nicht kennen. Also nicht einfach eine Kopie des kapitalistischen Westens, aber auch nicht einfach ein Zurückbleiben auf irgendeinem traditionellen Niveau eines unterentwickelten Landes, sondern da entsteht etwas, ja, da könnte etwas entstehen, und dann sind wir schon bei einer entscheidenden Frage. Da könnte etwas entstehen, wenn Russland die Möglichkeit hätte, sich ruhig zu entwickeln. Wenn Russland die Möglichkeit gegeben würde und gelassen würde, sich ruhig zu entwickeln, dann würde da nicht einfach eine Kopie des Kapitalismus entstehen, sondern irgendetwas anderes, was sehr interessant sein könnte in diesem Mischungsverhältnis. Das lohnte sich, darüber genauer nachzudenken. Nur das Problem ist, dazu müsste Russland tatsächlich zufrieden gelassen werden. Dazu müsste Russland tatsächlich die Stabilität haben, die, von der ich vorhin sprach. Damit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem sozusagen der Kasus Knactus liegt gewissermaßen. Nämlich die Frage, ist denn es möglich, dass eine solche Ruhe hergestellt werden könnte? Ich komme damit auf ein Gebiet, das speziell zu einer Frage, die speziell hier heute bei dem Veranstalter natürlich auch eine offene Frage ist. Welche Rolle spielen denn heute die Atomwaffen in dieser Situation? Ja? Eigentlich ist das schon ein Patt, was wir da haben. Eigentlich geht es gar nicht, weder vor noch zurück, aber es gibt da Kräfte in den USA, ganz eindeutig, die der Meinung sind, dass der Atomkrieg wieder führbar ist. So, und damit sind wir an einen Punkt gelangt, wo es wirklich richtig gemein wird, also richtig schwierig wird. Nicht nur, dass also die Atomwaffensperrverträge also aufgekündigt werden, nicht nur, dass die Atomwaffen modernisiert werden, also die amerikanischen, sondern es ist jetzt so, nicht nur, dass es die Nukes gibt, das heißt also örtlich einsetzbare Atomwaffen, sondern jetzt wird darüber diskutiert, dass die Vorwarnzeit durch die revolutionäre Erneuerung der atomaren Bewaffnung auf so kurze Zeit reduziert werden könnte, dass den Russen oder den Chinesen oder sonst irgendwelchen Gegnern der Amerikaner keine Zeit mehr bleibt, zu reagieren. Und insofern also diese atomare Aufrüstung, die gegenwärtig da befürwortet und betrieben wird, dazu führen könnte und müsste und wahrscheinlich wird, so heißt es also in dieser Argumentation, dass Russland aufgeben muss. Dass Russland sich ergeben muss, dass die Chinesen sich ergeben müssen, bevor sie selber das Risiko eingehen, mit einem eigenen Präventivschlag die Verantwortung für die Vernichtung der Welt zu übernehmen. Eine zynische, widerwärtige Argumentation, aber so läuft die Argumentation. Man könnte glauben, dass das so sei. Man könnte denken, vor diesem Hintergrund steht der nächste Atomschlag morgen früh bevor. Es gibt Leute, die das auch so sehen und die sich vor diesem Hintergrund einfach versuchen, in irgendwelche Löcher zu verkriechen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, die Menschen, die diese Art von Strategien und auch diese Art von Waffen entwickeln, können die Vorwarnzeit noch weiter reduzieren. Die Vorwarnzeit, es wird aber nicht gelingen, selbst wenn vor Ort Atomwaffen einsetzbar wären, selbst wenn die Vorwarnzeit also so weit reduziert würde, ist es doch nicht so, dass ein Enthauptungsschlag ohne Konsequenzen für die eigene Situation und für die gesamte Welt durchführbar wäre. Ich denke mir, dass man diesen Punkt sehr ernsthaft diskutieren muss, um sich nicht also total, sagen wir mal, ins Boxhorn und in totale Ängste treiben zu lassen. Unterm Strich, mir wurde jetzt die Uhr eben gezeigt, ja, und ich habe das sehr wohl gesehen, ist einfach ein letztes Wort noch von meiner Seite aus zu sagen. Die eigentliche Gefahr sehe ich nicht
einem möglichen Atomkrieg, der morgen vom Zaum gebrochen wird, die eigentliche Gefahr, der wir uns gegenwärtig gegenüber sehen, ist der Antiterrorkampf, der gegenwärtig von Donald Trump und von anderen also angeblich gekämpft werden will. Da gibt es einen sehr interessanten Versprecher von Donald Trump so nebenbei in einer seiner letzten Statements. Er sagt, der Kampf gegen den Terrorismus ist der Kampf gegen die Loser. Das soll man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Der Kampf gegen die Loser. Und was ist der Kampf gegen die Loser? Der Kampf gegen die Loser ist das, was ich ganz am Anfang skizziert habe. Der Kampf gegen die aus der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung ausgegrenzt werden. Die Millionen von Überflüssigen, die Millionen von Marginalisierten, die zunächst mal in den Protest gehen, und zwar nicht nur in den ehemaligen Staaten der ehemaligen vierten Welt, dritten Welt, sondern die auch in den USA, auch in Europa zunächst mal in den Protest gehen, aus dem Protest dann vielleicht in die Revolte und aus der Revolte in den Terror. Die Grenzen zwischen diesen drei Elementen des Protestes sind fließend. Sie sind auch nicht einfach nacheinander zu zeichnen, sondern sie geschehen auch nebeneinander. Der Kampf gegen den Terror ist, das verrät sich in diesem kleinen Wörtchen von dem Herrn Trump, gegen die Loser. Der Kampf gegen den Terror ist der Kampf gegen diese Loser. Und in diesem Kampf sind sie sich alle einig. Die ganze Elite der Welt, die kapitalistische Produktionsweise betreibt, ist sich in diesem Kampf einig. Und in dieser komplizierten Gemengelage befinden wir uns heute. Die Frage ist, wie groß sind die Widersprüche zwischen ihnen? Und kann es uns gelingen, also zu verhindern, dass also ein Russland hundertprozentig mit in diese Front eingezogen wird? Das ist die Frage. Oder wird Russland, Putin, ebenfalls einen Kampf gegen die Loser führen? Die Frage ist in Russland ganz offen. Putin steht gegenwärtig vor dem Problem, wenn er jetzt neu gewählt werden will, dass er auch im Lande selber eine soziale Politik entwickeln muss, indem er nicht etwa die Loser wegdrückt, sondern eine soziale Politik macht, die den Losern die Möglichkeit gibt, ein menschenwürdiges Leben zu entwickeln. Also an dieser Stelle stehen wir und das ist die eigentliche Frontlinie, um die es heute geht. Alles andere sind akademische Diskussionen. Diese Front kommt auf uns zu und die 69 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, die wir heute haben, sind schon ein großes, großes Warnzeichen für das, was da gegenwärtig passiert. 69 Millionen Flüchtlinge, gezählte Flüchtlinge, vom Weltflüchtlingswerk gerade eben als neue Zahl bekannt gegeben, ganz zu schweigen von den nicht gezählten. Gut, und damit einen letzten Satz dazu. Das alles bedeutet, wenn ich das so für mich zusammenfasse und für euch oder für Sie hier so nochmal hinstellen darf, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, eine Verteufelung Russlands zu verhindern, dem entgegenzutreten, dieser Feinderklärung, dieser Feindpropaganda entgegenzutreten, um also das, was an Kraft aus diesem hybriden Russland hervorkommen kann, sich auch tatsächlich entwickeln zu lassen und nicht etwa genau das, dass es nämlich noch nicht kapitalistisch ist, zum Anlass zu nehmen, dass das ja keine Zivilisation sei und deshalb verurteilt werden müsse. Ich danke euch.